Ein mobiler Traum auf vier Rädern. Um die 100.000 Euro Neupreis in Amerika. Eigene Bar und Ledersitze vom Edeldesigner. Einfach mit ein paar Kumpels zusammenlegen für die etwas extravagante Tour durch die Vitusstadt. Oder mit dem Luxusschlitten zum Junggesellinnenabschied in den Club. Sebastian Belz, der kennt diese Abende. Denn er fährt die Limo. Hier, weiß der 28-jährige Gladbacher, steht aber nicht nur das Partyleben im Vordergrund. Ich hatte einen Auftrag für eine Hochzeit und der Ehemann hatte dann halt ein Handtuch über der Schulter. Ja, nach kurzer Zeit, wo die Verwandten schon alle abgehauen waren, weil sie wollten alleine in der Limousine fahren, hat er mich dann gebeten, dieses Panel, dieses Schiebedach, was zwischen Fahrer und Gästen ist, dann hochzufahren. Und dann hat er mir halt erklärt, dass die gleiche keine Zeit haben und nachher direkt in die Flitterwochen reisen, dass sie da jetzt unbedingt dran wollen. Und dann habe ich halt die Musik ordentlich laut gemacht vorne und die Frau war kaum zu überhören. Und dann brauchten die erstmal eine Raucherpause. Bei Rent a Limo in Mönchengladbach kann man sich die schicken Autos mieten. Luxus und Glamour für ein paar Stunden. Sebastian Belz arbeitet seit 4 Jahren hier, koordiniert die Buchungen und ist auch Chauffeur. Mit Leidenschaft. Wenn man Kunden drin hat, dann geht es da richtig zur Sache. Es ist relativ laut, man muss sich auf den Straßenverkehr noch konzentrieren. Das ist schon heftig. Da muss man für geboren sein. Man kann nicht jeder, macht nicht jeder. Es ist schon heftig. Aber was für die normalen Autofahrer schwierig aussieht, ist für Sebastian Belz mittlerweile kein Problem mehr. Auch wenn er am Anfang großen Respekt davor hatte, am Steuer einer Limousine zu sitzen. Heute ist es für ihn Alltag. Es sei denn, der 28-Jährige ist in der Großstadt unterwegs. Problematisch wird es in der Kölner Innenstadt zum Beispiel oder in Düsseldorf ab und an mal eine kleine Straße. Klar, man muss dann mehr aufpassen mit den Autos, die dann links und rechts stehen, aber mir ist noch nichts passiert, beziehungsweise dem Auto, was ich gefahren habe. Bei so viel Fahrerei darf natürlich das Tanken nicht vergessen werden. Die meisten Autos von Rent a Limo haben Gastanks und verbrauchen durchschnittlich 25 Liter auf 100 Kilometern. Die Tour mit der Limousine ist eben ein außergewöhnliches Vergnügen. Also dann, gute Fahrt.